Und weiter geht's mit meinem Let's Play zu Rayman Legends. Leute, ernsthaft, ich will wirklich auf die Kommentare der zweiten Folge noch warten, aber ich kann nicht. Dieses Spiel ist so awesome, ich will sofort weitermachen. Ich habe anscheinend Nachrichten in meinem Koffer, was auch immer das bedeutet. Ah, Kleinling Rayman? Ich hab Kleinling Rayman freigeschaltet oder so. Kleinling Rayman! Kleinman! Yay! Haha! Ein wahnsinniger Wissenschaftler. So wirkt es zumindest. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Wald der Träume, genau. Ist ja nicht so, als wäre das. Was? Da wollte ich nicht hin. Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Ah! Ich will hier raus. Darf ich zurücklaufen? Okay. Ich will eigentlich wieder hier raus, wisst ihr? Wir sehen uns, wenn ich... Ich kann doch wahrscheinlich... Level verlassen. Okay. Ah. Schön, wie alles hier am Schnürchen läuft. Sie hatten wir schon freigeschaltet. Da waren wir letztes Mal drin. Jetzt geht's nach Treibsand. Wo aus irgendeinem Grund ein Bild von Barbara gezeichnet ist, obwohl ich doch eigentlich Kleinling Rayman bin. Kleinman. Was zur Hölle? Och nö, nicht sowas wieder. Nein! Nein, wir müssen sie retten, wer auch immer das war. Der kann doch nicht einfach ihre Nase als Instrument benutzen. Wie komme ich an das... Wie wäre ich denn jetzt da dran gekommen? Mach mich mal kurz platt. Ich will das haben, verstehst du? Ich brauche dieses Ding. Oh, nein. Ja, ich weiß schon, du bist voll der böse Bube und ich bin der Gute. So einfach ist diese Geschichte erklärt. So. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ich klein bin, in diesem Level ausgerechnet, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dahin. Ah, nein. Habt ihr es gesehen? Das ist doch... Ah, ich weiß, es ist so schnell. Ah. Jetzt weiß ich auch, warum das Level Treibsand-Dingsbums heißt. Aber dieses Wissen bringt mir jetzt an sich erstmal nicht so viel. Herrgott. Das nicht sehr freundlich. Oh, eine geheime Tür. Ich vermute, dass sich dort möglicherweise ein böser Bube befindet. Ein lieber Bube natürlich. Oh nö, jetzt habe ich mir schon wieder eine Passage kaputt gemacht. Ja, in der Tat. Na warte. So einfach gibt sich doch ein Marco nicht geschlagen. Oder etwa doch? Ich glaube nicht. Das kriege ich hin. Also, wir müssen das und jetzt müssen wir hier von Skeletor zu Wand springen. Nein! Ich müsste mal kurz da durch. Ja, jetzt ist es auch egal. Wie soll ich das denn machen? Nochmal. Ich krieg das hin. Wir haben Zeit. Ist nicht so, als müssten wir hier jemanden retten. So. Das da unten einschlagen. Jetzt von Wand zu Skeletor. Das hier weg. Und jetzt dasselbe hier. Ha. Ha. Ich hab's doch gesagt. Ich krieg's hin. Yay. Kleinling Rayman sieht irgendwie ziemlich... Ich weiß nicht. Er sieht nicht toll aus. Ich werde eine weitere Figur wählen. Aber das natürlich aus dem nächsten Level. Wow. Frucht. Nicht da unten verloren gehen. Käfig. Ah. Mein altes Herz. Das hier ist wirklich alles zu schnell. Auf die Fresse. Und... Oh, fuck. Oh. Oh, nein. Oh. Runter da! Runter da! Fuck. Oh, was ist denn jetzt hier? Ah! Hilfe! Nein! Ah, verdammt. Oh. Junge, Junge, Junge.
Ist schon ein bisschen anstrengend hier, ne? Wenn du nicht zufällig... Oh, nö! Wow, ich lebe noch. Was zur Hölle? Oh, nee, da draußen! Nein, jetzt ist es egal. Uah. Okay. In 40 Folgen werde ich dann irgendwie hier noch 10 Käfige befreien müssen. Oh, nein! Nicht versinken, Käfige! Nicht versinken! Die Rettung naht doch! Also hoffe ich zumindest. Denn ich bin sicherlich nicht eure Rettung. Aber irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Oh. Ja, 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 jetzt noch Feueraugen. Was Feueraugen? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ah, das Fenster ist zu. Gut. Nicht, dass jemand die Polizei ruft. Düt. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hier wird jemand von Feueraugen angegriffen. Wir schicken sofort einen Moment mal. So, oh nö, jetzt habe ich den Käfig da verpasst. Okay, goldener Käfig. Auch nicht schlecht. Das wiederum ist schlecht. Oh nö, jetzt wieder ein Käfig da unten. Das sieht schwerer aus, als es aussieht. Was? Das ist schwerer, als es aussieht. Warte mal, hier ist doch bestimmt was drin. Haha, da habe ich euch aber hier, habe ich euch erwischt. Müsst ihr schon zugeben. Ah! Bams und Bam. Und, oh nein! Ich bin etwas ungehalten. Wie oft bin ich heute schon gestorben? Keine Ahnung. Ich bin mein ganzes Leben lang gestorben, so. So komisch sich das auch anhört. Wow. Okay, in die Mitte. Oh, wow. Lololol. So. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier hoch. Sehe ich das richtig? Nee, ich muss. Hätte eigentlich nur. Das Ding kommt doch runter. Wieso will ich denn dann hoch? Das ergibt doch keinen Sinn. Marco, komm mal wieder zu Bewusstsein. Es ist. Hier dran ziehen. Und jetzt geht das Ding runter. Und jetzt muss ich doch eigentlich nur hier unten bleiben und ausweichen und. Hin und wieder jemandem auf die Fresse hauen. Ist wie auf dem Schulhof. So. Ganz ruhig. Diese Passage hier sollte relativ leicht sein. Okay, okay. So geht's ja schon. Manchmal muss man nur für einen kurzen Moment was Sinnvolles machen. Gott sei Dank. Oh. Dieses Level, ne? Du weißt schon, dass so ein bisschen... Wieso warnst du ihn denn? Oh ja! Oh oh, ist das jetzt ein Endkampf? Huh, ich habe ja fast die Hälfte. Naja, für den Silberpokal hat es gereicht. Und ich denke auch hier, es wird gerade mal das Kleeblatt. Aber immerhin. Nicht so schlecht für den ersten Versuch, was? Was heißt Kalamitäten? Oh ja, ich krieg gar nicht genug zusammen, um in dieses Tor da reinzulaufen, richtig? Aber ich kann da rein. So schießt man einen Drachen. Yay! Lasst uns Drachen schießen, Zuschauerleins. Oh, das Leben. Das Leben ist dann doch... Könnte relativ hilfreich sein. Oh, was war das denn? Wieso habe ich denn nicht einfach zugeschlagen? Ah, egal. Okay, sieht bis jetzt im Vergleich zum vorherigen Level... Fliegelein! Sieht bis jetzt im Vergleich zum vorherigen Level noch relativ vernünftig aus, alles hier. Ich will eigentlich gar nicht Kleinling Rayman spielen, fällt mir gerade auf. Aber irgendwie habe ich vergessen, dass ich das nicht wollte. Naja... Wie komme ich denn da durch? Mach das erstmal da weg. Und bam! Moment mal, wie komme ich jetzt wieder... Ach, gut. Darüber hätte ich mir nämlich auch Gedanken machen sollen. Oh, ich hab's gepackt.
Würde ich zumindest mal vermuten. Aua. Das tut doch weh. Tut mir das nicht... Uah. Okay. Wenn ich jetzt wieder... Ja. Das wollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. An die Kante. So. Funktioniert doch. Runter. Runter habe ich... Bist du bescheuert, Fliegelein? Warum auch immer es Aufziehplattformen sind. Welcher Bösewicht hängt dann hier solche Aufziehplattformen rum? Hin. Egal. Wir konnten uns ein paar... Ach nö. Okay. Ja, also bis jetzt... Da unten war doch gerade was. Könntest du mal kurz hier hinkommen? Danke. Ich wusste doch... Ich wusste doch, dass ich was gesehen habe. Ich wusste auch gar nicht, dass es so einen Power-Angriff gibt. Aber schön, dass es den wieder... Dass der es wieder seinen Weg in die Reihe gefunden hat. Auf Wiedersehen. Runter und nach oben. Denn dort ist wahrscheinlich eine versteckte Tür. Eine Papi-Tür. Ich hab's doch... Das kann ja heiter werden. Okay, lass fallen. Soweit. Runter da. Ich sollte jetzt an der Stelle hoch können, wenn du es jetzt drehst, sodass ich da runterfalle. So, dass ich da runterfalle. Wow, nicht übertreiben. Moment, ich bin ja so... Ich gehe jetzt in die richtige Richtung, ne? Ja. So, dreh's bitte nochmal. Boah, ey. Mir wird... Hier wird einem ja schlecht. Oder bin ich falsch? Ich war richtig. Na. Okay. Moment, geht das wirklich? Kann ich da einfach drüber springen und muss das Ding gar nicht drehen? Lalalalalalala. Okay, dann dreh ich jetzt bitte. So, dass ich falle, müsste ich es jetzt drehen. Oder auch so. Das ist so cool, es gibt irgendwie mehrere Lösungswege für die meisten Dinger hier. Jetzt will ich fallen, richtig? Ja. So, so. Oh, okay. Ah, ich seh da ein kleines Problem. Nee, nee, nee. Das passt perfekt. Yay! Freiheit! Für den Kleinling. Sie heißen natürlich Kleinlinge und nicht Bläulinge. Ich weiß auch nicht, warum ich den Namen von ihnen vergessen hatte. Aber trotzdem, für mich werden sie immer Bläulinge sein. Und tief im Herzen ist ein Kleinling fast so blau, wie man sein muss, um das, was ich gerade verkackt habe, zu verkacken. Hoch da? Genau. Das wollte ich, Fliegelein. Warum tust du nicht immer, was ich will? Bam! Was auch immer es hier ist. Ich greife dich mit meinem Luftstrahl an und habe gerade irgendwie... eine Rolle gemacht. Ich weiß auch nicht ganz wie. Pow! Das war ein super Angriff. Das war kein super Angriff. Was kannst du denn hier machen? Na, ich weiß nicht. Uah, warte, ich möchte darunter. Danke. Es war schon... Uah, Moment mal. Okay, näher komme ich gar nicht. Wow. Alles klar. Wieder fast alle gerettet bisher. Also ich denke, es wäre möglich, dass wir alle kriegen. Nach langer Zeit endlich wieder. Direkt beim ersten Versuch praktisch. Kann ich hier nicht mehr hoch? Nee, leider nicht. Hi. Au. Ich wusste nicht, dass... Was zur Hölle? Kurze Pause. So, Leute, weiter geht's. Ja, schneid das mal durch. Ich bin Gärtner, darf ich nie vergessen. Rayman ist auch so ein Typ, der vergisst halt immer seinen Job. So, jetzt muss ich in diese Richtung. Und du, bum, bum. La, la, la. Was, ich weiß nicht. Hallo. Wo sind wir?
Nein. Okay, das war ein bisschen... Ist verbesserungswürdig. Man kann es verbessern, wenn man denn unbedingt möchte. Ich meine, ich persönlich fand, das war perfekt, aber... Das Spiel ist sich da nicht so sicher. Das ist jetzt nicht so gut. Mach das weg, verdammt. Mach das weg. Runter. Nein. Nein. Oh, mach das weg. Was habe ich jetzt weggemacht? Da. Oh. Nein. Scheiße. Fast. Die kommen aber relativ unvermittelt. Das müsst ihr mir jetzt schon lassen. Ich habe mir jetzt nicht so schlecht geschlagen. Aber ich wurde geschlagen und ich werde gleich wieder geschlagen, denke ich. Obwohl. Oh. Aua. Aua, das Stachel im Hintern ist nicht so gut. Kitzel ihn zu Tode, verdammt. So. Ich war schneller als die Lümmels. Was? Wo zur Hölle bin ich hier? Was ist das im Hintergrund? Wieso kracht alles ein? Nein! Oh, 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 ich habe vergessen zu schlagen! Aber er ist selbst runtergefallen. Okay. Hilfe! Mein Herz! Oh! Okay. Runter damit. Ich weiß nicht, ob ich oben oder unten. Den habe ich befreit. Super. Wow. Ihr seid auf einem geraden Weg, okay. Oh. Nein, 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 nein. Lass das mal sein, lieber. Ich muss da das Hühnchen befreien. Ihr wisst ja. Mowgli, Mowgli. Was machst du in diesem Spiel? Das hier ist nicht das Dschungelbuch. Runter. La, 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 la. Ist nicht so, als hätte ich's. Was zur Hölle? Warum würdest du das tun, Fliegelein? War das ein Attentatversuch? Ja, jetzt aber. Oh nee, Geistern ins Auge pieksen. Ich hatte jetzt auch wirklich genug Zeit, um diesen Text zu lesen, ne? Oh, gut gemacht. Wenn man Geistern ins Auge piekst, lässt man sie verschwinden. Merkt euch das, Ghostbusters. Nicht hier mit euren Klo-Weisheiten. Nicht die Strahlen kreuzen. Er ist recht unamüsiert. Oh fuck. Ist das ein Problem? Das wirkt ein bisschen so auf mich, was? Warte, renne mit. Ah, jetzt sagen sie dir, wie man rennt. Aua. Ja, das kenne ich jetzt. Habe ich jetzt eine Superfaust? Ja, endlich wäre die fliegende Faust und all dieses Zeug. Aber sie kommt nicht zurück, Menno. Aber wenigstens fliegt sie. Ist ja auch schon mal... Ich dachte, man müsste da runter. Versteht ihr? Weil da war so ein Zeichen und das... hieß für mich, Marco, schnell runter da. Was? Menno. Ich schaff das schon noch. Okay, Konzentration jetzt. Ich bin mal kurz leise und konzentriere mich, denn dann kommen wir, denke ich, auch schneller hier vorbei. Darüber. Kaum sage ich was, kaum will ich was sagen, geht wie alles den Bach runter. Aber ja, das ist der Unterschied zwischen Let's Playen und nicht reden. Nein, wir fangen wieder von vorne an. So, jetzt aber wirklich. Bin mal kurz leise, ich möchte hier gern durch. Da kommen wir aber nicht durch. Ja, komm, gib mir. Öl, ich muss hier dieses Ding ölen, weil du bist mittlerweile mehrmals gestorben, dass es die Karre wieder verrostet ist. So lang brauchst du. Bist du ein Noob. Und ich werde ihm beweisen, dass ich kein verdammter Noob bin. Verdammt. Da, hier, nimm das. Das hier gibt's auch noch kostenlos dazu. Und jetzt so. Ha, habe ich euch gezeigt, was ich kann.
Boah, ich bin paranoid. Ich wollte gerade die Kleinlinge abballern. Nein, wir haben noch nicht mal die Hälfte von ihnen. Naja. Obwohl. 8 von 10 ist jetzt auch nicht so schlecht. Und ein Kleeblatt bringt es uns immerhin. Ein Los ist das, denke ich. Yay. Yay. Hierfür brauche ich 60, oder? Nee, es geht. Hierfür brauche ich 60. Das kann ich ja dann praktisch nach dieser Mission hier machen. Feuer-Odem. Oh, und dann haben wir Castle Rock. Wie viel braucht man dafür? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, ist das... Stimmt, wir haben... Was soll das denn? Wir haben mehrere Glückslose, die wir mal testen könnten. Back to Origins. Ein Gemälde. Wunderschön. Meinen die damit Rayman Origins? Und ein Kuscheltier, von denen ich jetzt Tausende habe. Und noch eins. Danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Dann geh mal zur Heldengalerie. Denn ich möchte jetzt natürlich eine andere Person steuern. Was gibt's denn hier so? Sir Globrax. Was zur Hölle? Wie läuft der so? Oh ja, machen wir was für die Feministin. Barbara, die Barbarin. Die sieht echt cool aus. Nein, werd nicht zum Kleinling. Wie kommst du auf die Idee, dass das eine gute Idee wäre? Okay, Barbara, und mit der werden wir die nächste Mission Feuer-Odem, passt ja irgendwie fast, absolvieren. Und bis dahin würde ich sagen, what the fuck? Sind das Origins-Missionen, die man dann hier bekommt? Alter! Klar, Dünen der Didgeridoos. Wisst ihr noch? Vielleicht, nicht jetzt. Ist das das gesamte Spiel? Das ergibt keinen Sinn, ne? Wir können ja mal einen kurzen Blick hier reinwerfen. Fulminante Fontäne. Alter! Nee, das kann ja nicht sein. Das ist ja Schwachsinn. Aber trotzdem interessant, sag ich mal. Oh, wir verschwinden hier raus auf jeden Fall mal und laufen stattdessen natürlich wieder zurück zu unseren jetzigen Missionen. Und dort sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Yay Man. Bis dahin, ciao. Mal gucken, was jetzt überhaupt ansteht. Ach so, ja, stimmt. Feuer-Odem. Bis dahin, ciao. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Lol. Voll Like geil. So ein Bettler. Guck ihn dir an. Naja, ciao.